meine Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur letzten Heute-Show vor dem Fest. Ja, und zur Verleihung unseres begehrten Heute-Show-Preises, den Goldenen Vollpfosten. Ja, ein besonderer Preis, meine Damen und Herren, den wir immer zum Jahresende traditionell verleihen. Zum zweiten Mal. Ja, es ist ein besonderer Preis und es ist eine besondere Woche, liebe Zuschauer, denn nun ist es endlich amtlich. Die SPD hat Peer Steinbrück auf ihrem Parteitag zum Kanzlerkandidaten gekürt. Und dort hat er, da werden Sie mir zustimmen, wirklich eine fulminante Rede gehalten. Ja, das stimmt, Oliver. Über eine Stunde lang hat Steinbrück gesprochen, als wäre er, ja, ich bin fast geneigt zu sagen, als wäre er ein Sozialdemokrat. Ja. Irre, irre. Ja, Vielleicht haben wir ihn doch missverstanden, vielleicht haben wir ihm Unrecht getan. Der Peer ist nämlich doch ein Mann des Volkes, ein Mann, der nie den Kontakt zur Arbeiterklasse verloren hat. Der verlässlichste Kumpel übrigens, in der Zeit werde ich mich immer daran erinnern, ist ein Hamburger Mauergeselle gewesen, den ich seit 1969 nie wieder gesehen habe. Und weil er mein bester Kumpel ist, habe ich seit 1969 keinen Bock, den anzurufen. Ach, sieh nun wieder. Ich fand, das war ein sehr emotionaler Moment. Fast so emotional wie dieser hier. Liebe Genossinnen und Genossen, wir fragen jetzt gemeinsam Peer Steinbrück, nimmst du die Wahl an? Und Steinbrück dann so, kommt drauf an, was zahlt ihr denn? Für 25.000 würde ich's machen. Nein, sorry. Sorry, nur Spaß. Ach ja, der Oliver, wenn der mal einen Gag hat, dann bam! Naja, die spannende Frage ist doch, hat Steinbrück überhaupt eine Chance gegen Merkel? Vergleichen wir doch mal die beiden Kontrahenten. Zum Beispiel in der Kategorie, mein Gott, geht mir der normale Bürger auf den Sack. Die Kanzlerin, die legt da beeindruckend vor. Im September hat sie sich am Telefon den Fragen des einfachen Volkes gestellt. Weil ich, sage ich mal, im Urlaub in Kroatien war und habe dorthin heftig Gebühren bezahlen müssen. Warum passiert sowas nicht in Deutschland? Entweder für alle oder für keinen. Die kassieren mich ab. Ich habe es ja verstanden. Das verstehe ich. Man sollte darüber mal nachdenken. Wir denken darüber nach. Wenn ich ins Ausland fahre, ich verstehe es. Sie hatten hoffentlich einen schönen Urlaub trotzdem in Kroatien. Ja, das macht Ordnung soweit. Okay. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja! Tschüss! Verpiss dich aus der Leitung oder du kommst ins Heim. Also, ich fand, sie hat das großartig gemacht. Absolut. Aber wenn es darum geht, sich von der Lebenswirklichkeit des Durchschnittsbürgers maximal zu entfernen, macht Peer Steinbrück natürlich keiner was vor. 10 Euro sind 2 Schachteln Zigaretten, sind 2 halbe Bier oder fast 2,5 etc. pp. Oder 2 Pinot Grigio ab 5 Euro. So, Gläser meine ich, nicht Flaschen. Kommt drauf an. Ja, den würde ich nicht Kommt kaufen. Kommt drauf an, ja. Die Flasche, die nur 5 Euro kostet, würde ich nicht kaufen. Natürlich nicht. Hör mal, diese 5 Euro Kuhpisse sollen mal die Maurergesellen saufen. Ne? Also seine besten Kumpels, meine ich, die er seit 1969 nicht mehr gesehen hat. Klarer Punkt für Steinbrück, oder? Absolut, Oliver. Aber viel wichtiger für einen Kanzler ist natürlich die Kategorie Leidensfähigkeit angesichts von Gesangseinlagen, die einem vor lauter Fremdscham die Eingeweide auf links ziehen. Obacht, die Kanzlerin auf einem bayerischen Volksfest. Merkel Gesichtsentgleisung in 3, 2, 1. Das Gesicht zum Schmerz. Ja, die Frau hat in 7 Jahren als Kanzlerin, wenn man alles zusammenrechnet, 0 Reformen auf die Kette gekriegt. Sie steht für alles und nichts. Aber ich sage ganz ehrlich, wer das eben erträgt, ohne aus den Ohren zu bluten,
Der ist wirklich tough. Vorsicht, Oliver, unterschätzen Sie auch hier den Steinbrück nicht. Der wurde gerade beim SPD-Parteitag mit dem akustischen Bösen in seiner reinsten Form konfrontiert. Dem DGB-Chor Hannover. Da fallen die Vögel tot vom Baum. Ja, Andrea Berg wird viel Unrecht angetan. Das stimmt. Okay, das war Körperverletzung. Schlimmer kann auf diesem Planeten nichts klingen. Ach nein, Oliver. Dann lauschen Sie mal dieser Stimme. Und weil wir so etwas immer nur miteinander schaffen, wollen wir jetzt auch miteinander singen. Nein. Nicht singen, bitte nicht. Gut, unser erster goldener Vollpfosten geht heute an... Andrea Nahles, die nach Jahrzehnten in der Politik immer noch nicht kapiert hat, dass man, wenn man ein Mikrofon hat, nicht schreien muss. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Andrea Nahles. Das lernen Sie auch noch. Der erste Vollpfosten ist verteilt. So, liebe Zuschauer. Es wird Ihnen aufgefallen sein, ich habe mein Betroffenheitsgesicht aufgesetzt. Sie kennen das aus all den anderen Jahresrückblicken. Mindestens ein Gast muss in diesen Sendungen immer ein tragisches persönliches Schicksal haben. Auch wir haben so einen Gast und dieser Mann hat tatsächlich, ich schäme mich ein bisschen, das zuzugeben, für uns sämtliche Jahresrückblicke im Fernsehen gucken müssen. Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren! Gernot, das tut mir so leid, du. Oh. Wow. Wir haben ihn gezwungen. 12 Stunden Jahresrückblicke ohne Pause. Ich kann nicht mehr. Ja, ja. Überall dieselben Bilder. Immer wieder Balotelli und sein beschissenes Tor gegen Deutschland. Jedes Mal Wirbelsturm, Sandy. Und dann macht irgendein Tier irgendwelche Kunststücke. Das verteile ich dir nie, Welke! Ach, sag mal, war es denn wirklich so schlimm? War es denn wirklich so schlimm? Es war die größte Katastrophe seit meiner Hochzeitsnacht! Hier, guck dir die Scheiße gefälligst an! Oh, ja, ja. Oh ja, ja. Künstlich hergestelltes Sperma, Vogelkot im Gesicht, Plazenta verwendet und Schnecken im Gesicht, Nachtigallenkot. In Bochum wird Opel dicht gemacht und der blöde Glöckler faselt über Nachtigallenkacke. Warum macht General Motors nicht einfach den Glöckler dicht? Hä? Warum? Gut, das war halt ein modischer Jahresrückblick. Den hätten Sie ehrlich gesagt gar nicht gucken müssen. Ach, das hätte ich nicht? Schön, dass ich das jetzt erfahre. Hätte ich den Lanz vielleicht auch nicht gucken müssen? Dann hätte ich ja diese Knallerfrage verpasst. Wir haben eben ganz kurz schon darüber gesprochen. Inge ist hochschwanger. Ich habe mich gefragt, Matthias, wie ist sie schwanger geworden? Sag mal! Schon mal gehört? Knattern, pimpern, knöppern, die Salami verstecken, den Willi in die... Ja, ist ja gut, Gernot. Du bist mal ganz ruhig, ja? Du rennst doch auch in jede Sendung, du Nutte. Warum wird denn da geklatscht? Das gibt's doch gar nicht. Ich hab
dich doch gesehen, neulich bei Wetten, das hier, mit dieser albernen Hühnermaske auf der Rübe. Peinlich hoch 10. Ja, das war peinlich, aber meine Güte, ich musste da hingehen. Das ist halt das ZDF. Mein Gott, Welke, hast du denn null Würde im Leib? Du bist doch schon das Gespött von Hollywood. Wer war das nochmal, der da bei dir stand? War das nicht Oliver von der Heute-Show? Zum Totlachen, Oliver mit dem Hühnerkopf. Da, denk mal drüber nach, Welke. Oscar-Gewinner lachen sich über dich kaputt. Tiefer kann man gar nicht sinken. Das stimmt. Aber immerhin habe ich nicht völlig umsonst Harald Glückler geguckt. Ich bring dich um! Was? Man treibt das immer so. Ich doch nichts für, wenn er Harald Glöckler guckt. 2012, das wissen Sie, geht zu Ende und... Oh, Sekunde, ich muss mal nachgucken. Wahnsinn! Wir haben immer noch den Euro, meine Damen und Herren! Ja! Ich habe lieber noch mal nachgeguckt. Wir haben noch den Euro. Es gibt Hoffnung für Europa, behaupte ich. Lauter gute Nachrichten. Ne? Seit dieser Woche haben wir alle den Friedensnobelpreis. Haben Sie die tolle Verleihung gesehen? Da haben ja stellvertretend für uns alle die drei Tenöre den Preis entgegengenommen. Warum der in Form eines gigantischen Tuschkastens verliehen wird? Keine Ahnung, die müssen wahrscheinlich bis nächste Woche ein Bild über Europa malen oder sowas. Die Griechen haben es diese Woche geschafft, ihre eigenen Staatsanleihen zurückzukaufen, was angeblich gut ist, sagt man mir. Es gibt eine europäische Bankenaufsicht. Dann Deutschland verzichtet zum ersten Mal auf echtes Geld. Ja. 730 Millionen Zinsen, ne, schenken wir denen einfach so. Eine weitere rote Linie, die bewusst überschritten wurde. Denn? Ja, veränderte Verhältnisse verändern verändertes Handeln. Ja, richtig. Und Fischers Fritz fischt frische Fiskalpakte, meine Damen und Herren. Ne? Ja. Zum ersten Mal gibt es in der Euro-Krise, ich will nicht übertreiben, aber es gibt zum ersten Mal sowas wie ein Fünkchen Hoffnung. Wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert. Ich kehre aus Verzweiflung zurück, um mich für das öffentliche Wohl einzusetzen. Das mache ich auch diesmal wieder aus Verantwortungsbewusstsein. Warum? Warum? Die haben den gerade vor 6 Wochen zu 4 Jahren Knast verurteilt. Der will sich doch nur wieder selber begnadigen können. Verstehen Sie, ganz Europa geht demnächst den Bach runter, weil ein sprechendes Toupet Angst vorm Knast hat. Mal ehrlich, was kann ihm da im schlimmsten Fall im Gefängnis schon passieren? Diese sogenannten Bunga-Bunga-Partys, also anale Massenvergewaltigung. Gut, da ist was dran. Es sei ihm gegönnt. Ausnahmsweise mal der passive Part. Ja. Berlusconis Rückkehr. Was bedeutet das genau für die Welt und natürlich noch viel wichtiger für Deutschland? Wir fragen unseren Experten für absurde Verschwörungstheorien und völlig grundlose Panik, Dennis Knossalla. Ja, das kann ich Ihnen sagen, was das bedeutet, Oliver. Berlusconis Rückkehr bedeutet... Das Ende von allem. Echt jetzt? Ja, ja, leider. Machst du nichts dran. Wir Verschwörungstheoretiker rätseln seit Jahrhunderten, was genau der Erde schlussendlich den finalen Arschtritt verpasst. Klimawandel, Atomkrieg, Kometen, alles Quatsch. Wir lagen alle daneben. Das Ende kommt durch einen notgeilen Opa mit Dauererektion. Welche Ironie. Ja, Moment, Weltuntergang durch Berlusconi. Oliver, das liegt doch nun wirklich auf der Hand. Berlusconi wird im Februar Ministerpräsident, ernennt irgendeine 15-Jährige mit dicken Titten zur Finanzministerin und 3 Sekunden später ist Italien zahlungsunfähig. Euro kaputt, USA kaputt. Denken Sie an meine Worte. In ein paar Monaten müssen deutsche Kinder in chinesischen Fabriken Fußbälle zusammennähen. Das ist doch Blödsinn. Alle deutschen Fernsehsender gehen pleite.
Bis auf RTL. Toll, jetzt habe ich wirklich Angst. Dankeschön. Vielen Dank auch. Bis auf RTL? Alles wegen Berlusconi? Sag ich mal. Wie kommen Sie denn auf diesen Schwachsinn? Oliver, das steht alles genau so im Maya-Kalender. Ich frage mich, wie wir das all die Jahre übersehen konnten. Hier. Ja, die kenne ich, aber was hat denn die olle Scheibe bitte mit Berlusconi zu tun? Schauen Sie doch mal genau hin. Im letzten Segment des Kalenders kann man ganz klar das Maya-Symbol für Berlusconi erkennen. Hm? Mein Gott! Sie haben recht! Tja, verdammt. Meine armen Kinder, Fußbälle nähen. Naja, tut denen auch mal ganz gut. Dann schalten wir mal live zu unserem Italien-Korrespondenten Ulrich von Hesen nach Rom. Ulrich, Monti geht, heißt es, Berlusconi tritt wieder an. Steht Italien jetzt unter Schock? Schock? Wieso Schock? Edgy ist der Wahnsinn vorbei. Wow! Was? Was? Moment! Ey, mach mal die Musik leiser! Abbassa la musica, per favore! Schock, Sie Stronzo! Das Land atmet auf! Die 13 Monate unter Monti waren die schlimmsten in der Geschichte Italiens. Ehrlich jetzt? Ja, klar. Wissen Sie denn nicht, was hier los war? Reiche Italiener mussten unter Monti Steuern zahlen. Steuern! Da muss man einen Teil von dem, was man verdient, dem Staat geben. Dem Staat! Ja, ich weiß, was Steuern sind. Ja, ich wusste das nicht. Ist ja auch total bescheuert. Total bescheuert. Dann habe ich ja weniger als vorher. Ja. Und dann hat der Monti auch noch angefangen zu sparen. Wissen Sie, was es ist? Sparen. Ja, ich weiß, was Sparen ist. Ja, ich wusste das nicht. Da gibt man weniger Geld aus. Ein total unverantwortlicher Irrsinn. Aber es wird der Silvio alles rückgängig machen. Italien ist gerettet! Der Silvio, der hat Italien doch erst in die Scheiße reingeritten. Und jetzt will er der Retter sein? Ulrich, das ist so, als ob ich bei Ihnen zu Hause in den Flur kotze und dann sage, Mensch, Ulrich, wie sieht's denn hier aus? Ja, klar, klar hat Berlusconi auch Fehler gemacht. Aber das ist doch zum Teil schon Monate her. Das hat der durchschnittliche Italiener noch längst vergessen. Jetzt mal ernsthaft. Die können doch unmöglich so doof sein und den Porno-Geronten noch mal wählen. Aha. Aber wahrscheinlich haben sie recht. Warum sollten die Italiener einen Mann wählen, der ihnen verspricht, dass sie nie wieder sparen müssen? Ein Mann, der mit dem Slogan in den Wahlkampf zieht, mehr bumsen, weniger steuern. Warum sollten sie so einen wählen? Ah ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Weil's Italiener sind. Party! Party! Ulrich, hat denn? Ah, Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Nach Rom. Ja. Italien-Korrespondent, plötzlich wieder ein begehrter Posten. Ja, sehr schade, Dennis. Sie und Ihre Majas hatten wohl doch recht. Das Ende ist nah. Was machen Sie jetzt so an Ihrem letzten Weihnachten? Och, nichts Besonderes. Wir fahren über die Feiertage mit Freunden. In ein Ferienhaus nach Dänemark. Und das wird stinklangweilig. Steht das auch im Maya-Kalender? Mhm. Das tut mir leid. Dennis Knossalla, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Nächsten Vollpfosten geht es um ein trauriges Thema. Deutschland vergeigt ein Großprojekt nach dem anderen. Warum sind wir nur solche Loser geworden? Darüber möchte ich gleich mit Albrecht Humboldt sprechen. Ja, für das Loser-Thema ist er ja genau der richtige Gesprächspartner. Oliver! Albrecht Humboldt, meine Damen und Herren. Was hat der Oliver Welke da gerade eben gesagt? Was? Was hat denn der Oliver Welke da gerade gesagt? Ach nichts. Schöne Grüße.
Achso, danke. Energiewende, Vollchaos. Ja? Stuttgart 21 immer teurer. Berliner Großflughafen, weder Groß noch Flughafen. Was ist da los, Albrecht? Warum können wir plötzlich keine Großprojekte mehr? Also erstmal, wir ist natürlich Quatsch. Wo Großprojekte versemmelt werden, ist in aller Regel die SPD nicht weit. Beispiel Berliner Flughafen, da kann man die Misere mit zwei Worten zusammenfassen. Wove und Reit. Na, eine besondere Imagewerbung ist es erstmal nicht. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, das ist richtig. Eine Imagewerbung ist das nicht. Also weder für ihn noch für seine kaputte Parodie einer Hauptstadt. Ja, aber das liegt doch nicht nur an Wove Reit. Ich behaupte, sogar die Kanzlerin hat Berlin längst abgeschrieben. Die hat inzwischen schon vergessen, wo das liegt. Hier soll Berlin sein, ne? Oder? Da ist Berlin. Oh, was ist denn das hier? Russland. Was? Russland. Kommen so viele her? Naja. Das ist ja eine Unverschämtheit. Die dummen Kinder haben die Karte falsch rum aufgehängt. Und das waren bestimmt welche von den Jusos. Ha? Moment, es gibt auch Großprojekte, die von Schwarz-Gelb verbockt werden. Ach ja, nennen Sie mir eins. Die Energiewende. Ach so, ja, das stimmt. Scheiße geplant und noch scheißer umgesetzt. Und die Zeche zahlt immer nur der Verbraucher. Die Industrie wird von allem befreit. Und was sagt unser Umweltminister dazu? Genau. Ja, was soll er denn auch sagen? Der Peter Altmaier macht einen hervorragenden Job und er ist durch und durch loyal. Der wirft sich in jeder Lebenslage schützend vor seine Kanzlerin. Und es steht uns gut an, dieses wirklich große Projekt. Ja. Das wissen die wenigsten. Der hat lange als Türsteher gearbeitet. Aha. Ja. Albrecht, der soll sich mal lieber schützend vor dem Verbraucher werfen. Wenn zum Beispiel diese Offshore-Windparks nicht rechtzeitig ans Netz kommen, warum müssen das dann auch schon wieder die Stromkunden bezahlen, Albrecht? Ja, wer denn sonst? Die Netzbetreiber? Naja, im Übrigen hatte ich bei der letzten Offshore-Debatte im Bundestag das Gefühl, dass das Thema Ihre Kanzlerin nicht so richtig interessiert. Achten Sie mal auf die subtile Körpersprache von Angela Merkel. Genau hinschauen. Das werden wir uns sehr genau angucken, weil für uns gilt das Prinzip, wenn es da eine Förderung gibt, wenn es da eine Entlohnung gibt, dann muss dem auch eine Leistung entgegenstehen. Ja, Herrgott noch mal. Es war Donnerstag. Da geht sie immer zum Jazz-Tanz. Na, ja, natürlich. Ja. Albrecht, wer kriegt denn jetzt den Vollpfosten? Tina, der geht in diesem Jahr hochverdient an den deutschen Verbraucher. Oh, und warum? Ja, weil der zu blöd ist. Der hat ja nicht mal eine Lobby. Also ich meine, alle haben eine Lobby. Die Stromindustrie, Apotheker, sogar Wale und Robben haben eine Lobby. Ja, da haben Sie leider recht. Und weil du, lieber Verbraucher, dich so konstant und verlässlich verarschen lässt, heute für dich der goldene Vollpfosten in der Kategorie Depp vom Dienst. Wir sind stolz auf dich. Ich auch. Tina Hausten und Albrecht Humboldt, meine Damen und Herren. So, es war ja so viel los in diesem Jahr. Ich weiß gar nicht, ob Sie das mitbekommen, aber 2012 haben wir Deutschen tatsächlich schon wieder einen neuen Bundespräsidenten gekriegt. Ja, komisch. Die Idee war doch mal, dass Sie das 5 Jahre am Stück machen, ne? Heute ist man froh über jeden, der die erste Woche schafft. Ja. Joachim Gauck ist der neue Präsi. Und ja, schon jetzt sowas wie ein Mysterium. Herzlich willkommen zu Heute Show Mystery mit der mysteriösen Birte Schneider. Hallo, liebe Zuschauer. Heute beschäftigen wir uns mit einer besonders geheimnisvollen Legende, dem Gauck. Viele behaupten, sie hätten ihn gesichtet oder gehört, aber Beweise, Fehlanzeige. Was? Natürlich gibt's den Gauck. Ach ja? Wann haben Sie denn in den letzten Monaten mal eine bedeutende Rede vom Gauck gehört?
Oder überhaupt eine Rede? Oder war er mal im Fernsehen oder im Radio, ha? Ja, klar. Nee, Sie haben recht. Ich weiß. Der Gauk ist ein Mythos. Und für solche Fabelwesen wie ihn gibt es immer nur sehr fragwürdige Beweise. Wie diese Fotos vom Ungeheuer von Loch Ness, vom Yeti oder eben vom Gauk. Das Unscharfe da soll er angeblich sein. Lächerlich. Gut, zugegeben, man hört nicht so viel von ihm zu den großen Debatten der letzten Monate. Wenig mit Tendenz zu gar nichts. Aber kurz nach der Wahl, da hat sich doch noch ganz Deutschland riesig über den neuen Mann gefreut. Hier sogar die Bayern. Jetzt haben wir halt von zwei Ostler, wer man jetzt regiert, ne? Im Endeffekt. Deutschland ist doch riesengroß. Da muss man immer von der DDR die Leute rüberschauen. Die DDR gibt's nicht mehr. Aber bei mir noch. Ja, sehen Sie, die Bajuwaren reden doch über den alten Sohnpastor. Herr Welke, das Gauk ist Teil der ostdeutschen Mythologie. Damit hat man in Thüringen und Sachsen jahrhundertelang die Kinder erschreckt. Ist dein Teller leer, kleiner Ronny? Oder das Gauk kommt aus dem Kleiderschrank und predigt dir einen von der Freiheit? Freiheit, 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 Freiheit. Ach, die Sehnsucht nach Freiheit. Ach ja, aber das war er doch gerade. Mein lieber, ahnungsloser Freund. Das war ein Ausschnitt aus einem alten DDR-Film. Armin Müller-Stahl. In dem Klassiker, wenn es Nacht wird, kommt das Gauk. Ich werd noch bekloppt. Das, im Frühjahr war der Gauk doch noch ständig im Fernsehen, das wissen Sie doch. Und ja, und hat über sein Lieblingsthema geredet. Hier, über sich. Ich darf alles, ich bin das Zentrum der Welt und ich bin der Größte. Ich bin jetzt über 70 und da geht eben noch sehr viel. Na? Also, ich will gar nicht wissen, was da noch geht, aber von wegen, den Mann gibt's nicht. Das ist interessantes Material, Oliver. Ich vermute, das wurde in denselben Studios produziert, in denen die Mondlandung gefälscht wurde. Moment mal, ich habe doch gerade letzte Woche frische Bilder vom Gauk gesehen. Hier von seinem Besuch beim Papst in Rom. Haben Sie es nicht auch gesehen? Kommt da rein wie so ein Tourist und dann labert er den armen Benedikt 45 Minuten am Stück voll. Man sieht richtig, wie der Papst denkt, um Gottes Willen, wer ist der furchtbare Mann? Er soll bitte aufhören, von Freiheit zu reden. Jemand soll mich sofort ins Bett bringen. Ja. Na, jetzt überzeugt? Oliver, Oliver, was soll ich denn mit Ihnen machen? Jeder denkende Mensch weiß doch, den Papst gibt es natürlich auch nicht. Ich geb's auf. Birte Schneider, meine Damen und Herren, vielen Dank. So, liebe Zuschauer. Auch wenn wir in einer sehr schnelllebigen Zeit unterwegs sind, wollen wir aber nicht ganz den anderen Präsidenten vergessen, den wir dieses Jahr mal für ein paar Tage hatten, den... wie heißt er, der jetzt so grau geworden ist? Christian Wulff, ne? Zu Ehren seiner Amtszeit erklingt nun der größte Hit der zu Recht vergessenen Band Mr. President. Danke, reicht. Was bleibt? Was bleibt vom Präsidenten Wulff? Zum einen die Erkenntnis, dass es immer gut ist, Preise zu vergleichen, und große Sätze wie dieser. Ich möchte nicht Präsident in einem Land sein, wo sich jemand von Freunden kein Geld mehr leihen kann. Gut, muss er ja auch nicht mehr. Nein, jetzt bitte ist auch mal Schluss mit Häme, denn ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, Spiegel zum Beispiel, strafrechtlich scheint ja nicht viel hängen zu bleiben. Am Ende also viel Lärm um nichts in der Causa Wulff, da müssen wir Medien auch mal selbstkritisch innehalten. So, fertig. Jedenfalls geht der Vollpfosten selbstverständlich nicht an Christian, sondern an Bettina Wulff für dieses Buch Jenseits des Protokolls bzw. Jenseits der Lesbarkeit. Ein Buch, in dem sich Betty über die Verletzung ihrer Privatsphäre beschwert und gleichzeitig Sachen aus ihrem früheren Leben auspackt, die wir nie hören wollten. Sie hören nun leider, ich kann es nicht ändern, Originalausschnitte aus dem Hörbuch, zielgruppengerecht von uns aufgearbeitet als Bravo-Foto-Love-Story.
Ich war 16, Tom 24. Er war Rettungsschwimmer auf Sylt. Die erste Begegnung mit Tom am Strand werde ich nicht vergessen. Ich steuerte gerade meinen neuen Lenkdrachen, als jemand hinter mir sagte, Drachensteigen ist im Badefeld verboten. Bitte mal wieder das Gerät zusammenfalten. Ja, diese Szene mit dem Zusammenfalten von Toms Gerät mussten wir aus Jugendschutzgründen leider verfremden, liebe Zuschauer. Trotzdem natürlich Glückwunsch, Bettina Wulff, der Vollpfosten, für die schlimmste Penela-Prosa des Jahres, meine Damen und Herren. Hochverdient. Hochverdient. So. Wirklich ein ganz anderes Thema. 2012 war auch ein weiteres wichtiges Jahr im Kampf gegen rechts. Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Im Kampf gegen die Ermittlungen gegen rechts, meine Damen und Herren. Es wird natürlich fröhlich weiter vertuscht. Auch in diesem Jahr ganz klar ein Fall für Christian Ehring und Tina Hausen. Aktenzeichen XY eingedöst mit Christian Ehring und Tina Hausen. Guten Abend. Ja, liebe Zuschauer, 2012 war kein Ruhmesblatt im Kampf gegen rechts. Nein. Andererseits, die Ermittlungsbehörden haben es natürlich auch nicht leicht. Ja, das stimmt. Find heutzutage mal so Nazis. Früher, da trafen sich die braunen Gesellen in Kneipen, die hießen Stahlhelmeck oder zum fröhlichen Blitzkrieg. Und heute? In Deggendorf, im Gasthof Pumuckel, ist man unter Gleichgesinnten. Ach, süß. Und danach zogen alle Skinheads noch kichernd weiter in die Hello Kitty-Klause. Aber jetzt die gute Nachricht. Der Kampf gegen rechts ist seit letzter Woche offiziell gewonnen. Die Innenminister wollen noch mal versuchen, die NPD zu verbieten. Erstens, um von ihrem Versagen abzulenken. Und zweitens, weil sie erschütternde Sachen erfahren haben. Ich hatte ein klares Bild von der NPD. Das habe ich revidiert, nachdem ich in diese Materialsammlung im Spätsommer reingeschaut habe. Ich hätte nie gedacht, dass sie in einer solchen Weise antidemokratisch, antisemitisch, gewaltorientiert und verfassungswidrig ist. Nein! In der NPD sind böse Menschen. Haben Sie das geahnt, Christian? Natürlich nicht. Also ich dachte, ein bisschen antisemitisch, ein bisschen antidemokratisch. Aber die meinen das ja offenbar richtig ernst. Da kommst du wirklich nicht drauf. In unserem nächsten Fall geht es um diese Frau. Angeblich Ministerin für Frauen und Familie. Ein Ministerium, das sie sich offensichtlich ausgedacht hat. Diese Frau versprach uns Anfang des Jahres ein Kompetenzzentrum gegen rechts. Doch nun machten Spaziergänger im Grunewald einen grausigen Fund. Diesen Stein. Es ist der Grundstein für das Kompetenzzentrum. Aha. Ja, und aber das ist doch... Aber das ist doch nicht grausig. Tina, was ist denn daran bitte grausig? Ja, mehr ist da noch nicht, Christian. Das ist das Kompetenzzentrum. Oh, schade. Gut, dann können uns die Zuschauer vielleicht bei diesem Herrn hier weiterhelfen. Thomas de Malheur, de Maizière, auch bekannt unter dem Decknamen Verteidigungsminister. Sein Geheimdienst MAD hat dem Untersuchungsausschuss zu den NSU-Morden monatelang wichtige Akten vorenthalten. Ja, 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 Christian, aber er hat sich in aller Form entschuldigt. Das war ein Versäumnis, das war unsensibel und das gilt auch für mich. Und wir und ich ärgern uns am allermeisten über diesen Fehler. So. Und damit ist die Sache jetzt aber auch für immer erledigt. So. Tina. Tschüss. Tina, wir sind noch nicht fertig. Entschuldigung. Nein, Moment, passend zum Thema gibt es jetzt sogar eine brandneue TV-Serie. Schnallen Sie sich an. Von den Machern von Lenzen und Partner und K11 Kommissare im Einsatz kommt der neueste Sat1-Serien-Smasher. Nazi Hunter. Jetzt erst rechts. Deutschlands Top-Ermittler im ständigen Kampf gegen die braune Gefahr. Mhm. Herr Mbeki, wie viele Skinheads versuchen gerade Ihre Tür einzutreten? 12. Mhm. Horst, das glaubst du nicht. Der Kopierer hat schon wieder Papierstau. Mickey, wir haben hier einen Notfall. Nazi Hunter. Realistischer geht's nicht. Horst. Tolle Neuigkeiten. Das hier ist die Akte, die alle NSU-Morde lückenlos aufklärt. Die packe ich mal besser.
Also, ist nicht so schlimm. Die hätten wir eh geschreddert. Nazi Hunter, deutsche Action vom Allerfeinsten. Pute. Was hast du? Käse. Nazi Hunter, nicht verpassen. Wird wahrscheinlich bald abgesetzt. Das wollen wir doch hoffen. Der neueste Serien-Smash-Hit der lieben Kollegen von Sat.1. So, kommen wir nun zu einem besonders emotionalen Moment. Wir kommen zur Verleihung des blau-weißen Vollpfostens, meine Damen und Herren. Und zwar an... Richtig an den Freistaat Bayern, liebe Zuschauer. Gucken Sie mal, ist sogar ein kleiner Zapfhahn hinten dran. Sehr schön. Ja, Bayern. Dieses tapfere Bundesland Bayern hat es nämlich endlich geschafft, dem bockigen Rest von Deutschland sein Weltbild aufzudrücken. Stichwort Betreuungsgeld alias die Herdprämie. Monatelang haben die Bajuwaren es uns anderen immer wieder geduldig erklärt. Ja, im Grunde wie einem besonders blöden Kind. Ich habe wirklich den Eindruck, dass in dieser Debatte, wenn es ums Betreuung geht, sehr viel Verbohrtheit da ist. Da brauchen Sie nicht so dumm zu lachen. Wenn immer die Rede ist, immer die Rede von, unser Verlangen sei verfassungswidrig. Das, was Sie wollen, ist verfassungswidrig. Ich verstehe Ihre Logik nicht. Da können Sie nur noch lachen, aber ich vermute, Sie lachen aus lauter Dummheit. Also, das hat keinen Sinn, Sie werden nicht klüger. Wir werden unsere Politik weiterverfolgen. Wir müssen es allerdings aufgeben, Sie von der Richtigkeit unserer Politik zu überzeugen. Es hat offensichtlich keinen Sinn. Ja, leck's mich doch! Der beste Abgang aus dem Bundestag in diesem Jahr. Tja, der Herr Geis, ich verstehe, dass er sich aufregt. Natürlich, wir anderen sind ja auch alle zu doof, um zu verstehen, wie genial die Herdprämie ist. Das ist Wahlfreiheit. Eltern haben in Deutschland endlich die Wahl. Also zwischen Herdprämien nehmen oder einen von den vielen Kita-Plätzen, die es in ihrer Stadt nicht gibt. Ja, eine total schwachsinnige Diskussion war das. Gestandene Väter, sage ich Ihnen ganz ehrlich, erfahrene Väter, die wussten doch schon vor Jahrzehnten, wo man die Blagen tagsüber kompetent betreut kriegt. Guten Tag, Herr Scharenberg. Guten Tag. Ich bringe meinen Wagen zum Waschen, Saubermachen und so weiter. Und voll tanken können Sie ihn auch noch. Mach ich. Ist er in einer Stunde fertig? Geht in Ordnung. Schön, ich lasse die Kinder bei Ihnen. Ist schon recht. Ist schon recht. Bin's da hinten an bei die Hunde. Ja. Die gute alte Zeit, ne? Ja, geh Kinder, spielst da hinten unter der kaputten Hebebühne. Ne? Der Vati geht so lange in Puff. So lief's früher. Und heute müssen wir leider feststellen, heute ist die CSU sowas wie das letzte Bollwerk gegen Zeitgeistblödsinn. Ja, wie zum Beispiel diese Frauenquote. Wenn wir anfangen jetzt mit Frauen, dann nächstes Mal haben wir zu wenig Junge, haben wir zu wenig Alte und so weiter. Ja, und dann kommen die Neger und die Schwulen, hör mir auf, du. Ja, hört's mir auf mit ihrer Quoten. Dank der CSU. Das meine ich ganz ernst, ist die deutsche Familienpolitik endlich wieder in den 50er Jahren angekommen. Und wir hier haben uns gedacht, bevor der CSU-Pressesprecher beim ZDF anruft und wieder meckert, machen wir mal lieber freiwillig die passende Sitcom dazu. Viel Spaß! Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann, das Kissel Haushalt. Ja, Moment. Ach, Kruzifix, meine Ketten. Ah, Himmel, Herrgott, Schackel, Chimin, sag mal, bist du taub oder bist du bloß deppert? Du, wegen dir hab ich jetzt einen Schlüsselbund mir selber aus der Hosentasche rauszuzeln müssen. Das sind ja Zustände wie in der DDR. Sausteuer, Elendiger. Entschuldige, Schatze. Aber gut, dass du kommst. Ja. Ich hab schon den Braten in der Röhre. Ja, das kann ich sehen. Du, was anders? Was gibt's denn zum Fressen? Ja, also ich dachte mal, ich mach unseren Furschenhasen mit Blaukraut und Knödeln und vielleicht
Ja, bist. Ja, jetzt halt die Putzen. Jetzt kommt erst einmal Reklame. Beinahe hätte ich es vergessen. Was willst du heute Abend essen? Wenn du mich so reizend fragst, koch doch, was du selbst gern magst. Pfui, David, die schmeckt ja beschissen. Ah, sag mal, wo ist denn eigentlich unser Herr Sohn, ha, der Hundskrippi, der Verreckte? Ja, das weiß ich auch nicht, Spatz. Ja. Schau, ha? Er ist halt ein Teenager. Ja, also, er ist gerade in einer ganz in einer schwierigen Phase. Schwierigen Phase! Du, wie alt ist denn der Saubur eigentlich? Ich weiß es auch nicht. Ja. Aber du, ich krieg da jetzt ein Betreuungsgeld für ihn, dank der CSU. Ja, dann bringst auch endlich mal ein bisschen Geld ins Haus, du faule Schlampen. Vielleicht gehe ich ja auch bald wieder arbeiten. Hm? Du, die Christina Schröder, du, die hat da jetzt auch Quoten eingeführt. Na, das ist keine Quoten nicht, das ist eine Flexi-Quote, du blöde Kuh, ja? Und Flexi, das heißt freiwillig. Und freiwillig, das heißt, das ist ein rechter Scheißdreck. Ja, aber nächstes Jahr, da gibt's bestimmt eine richtige Frauenquote. Wenn erst die SPD an der Regierung ist. Die SPD an der Regierung. Pass auf, und Hamburg wird deutscher Meister. Du bringst mich um, Frau. So, und jetzt gehst du einkaufen, weil ich hab nämlich keine Kippen mehr. Ja, aber Spatz, ich bin noch an den Herd angefesselt. Na und? Dann nimmst du den Herd halt mit. Mei, ist die blöd. Die Sitzung zur CSU-Familienpolitik wird bestimmt auch bald abgesetzt. Das war die Heute-Show. Wir sehen uns wieder am 25. Januar. Bis dahin, frohes Fest und so weiter. Jetzt kommt der satirische Jahresrückblick, also der für Erwachsene. Unbedingt gucken. Tschüss, schönen Abend noch. Danke sehr. Vielen Dank. Geht so.